Einen wunderschönen Newton. Ja, wir spielen heute mal wieder Jurassic World. Hat sich doch einiger Beliebtheit entpuppt. Hatte ich ja vorgestellt gehabt und es hatten etliche geguckt und wurde auch schon angeschrieben, zeigst du mehr davon? Ja, machen wir auch mal. Machen wir heute mal. Ja, da schicken wir weg. Was kriegen wir hier Schönes? Nicht genug Ressourcen. Der kostet 100. Nee. Für 100 Scheine holen wir uns das nicht an. Ja, ich habe da schon noch mal ein bisschen was vorbereitet, sage ich mal. Ich habe da schon einiges gespielt gehabt. Jurassic World, das Spiel, sehr geil. Ich habe hier, wie ihr seht, hier schon etliche Parks aufgebaut. Und ja, so ein bisschen reingefuchst, was ich gesehen habe hier in diesem Lager. Nahrungsproduktion kann man herstellen, Nahrung. Und dann kann man hier für Geld aktivieren, je nach Level. Das Level war natürlich richtig hoch hier, bis zum geht nicht mehr. Und da kann man ordentlich Nahrung sammeln. So, wir sammeln ein. Die Wundertüte. Was gibt's Schönes in der Wundertüte? Ja, einmal DNA-Strang. Und hier gibt es 10 Geldscheine, Münzen und Nahrung. Jawohl. Was diese Punkte natürlich, diese Treuepunkte zu bedeuten haben, weiß ich noch nicht. Ich habe schon 2000 und gesammelt. Man kann hier noch Film gucken, mache ich jetzt nicht. Film gucken für eine extra Wundertüte. So, dann haben wir hier natürlich auch die täglichen Aktionen. Öffne ein Kartenpaket. Okay, haben wir gemacht. Gibt's Taler, XPs. Wunderbar. Sammel von Dinos haben wir ja auch schon gerade gemacht. Zack. So. Ressourcenfutter haben wir auch. Zack. Roms. Also sieh dir einmal Werbung an, hatte ich im Vorfeld schon einmal gemacht. So, was haben wir? Füttere zweimal Dinosaurier. Die können wir natürlich hier, habe ich ja auch schon einiges. Können wir mal gucken, was wir hier so aufbauen können. Hier entwickeln. Nee, geht noch nicht. Moment. Was haben wir denn hier noch? Wo haben wir denn noch mal Meere? Hier. Hier? Nee, da haben wir auch nur. Können wir da einen kaufen? Nee, können wir noch nicht. Können wir noch nicht. Geht auch noch nicht. Aber ich denke mal hier hinten bei den Triceratops. Da haben wir schon mehr. Guck mal, hier können wir jemanden einer. Da machen wir mal den 17er. Den rudern wir mal hoch bis auf 20. Dann geht er mehr nicht. Und den anderen müssen wir dann auch auf 20. Dann werden aus diesen zwei werden 1. Und den kann man dann natürlich von 20 auf 30 machen. Und dann muss man 20er noch dazu machen, auch auf 30er. Und dann kann man aus den zwei wieder einen machen. Also aus zwei wird immer eins und dann eine Stufe höher. Sehr nice, sehr nice. So, was haben wir hier? Und einmal zurück. Und dann hatten wir hier einen 20er. Und die haben wir natürlich hier nochmal einen 15er. Den lassen wir auch nochmal aufsteigen. So, und dann können wir die hier entwickeln. Da haben wir die 220er und das wird dann zu einem 21er. So. Dauert natürlich eine halbe Stunde. Das warten wir jetzt nicht ab. Nein, das wäre viel zu lange. Und hier können wir natürlich ausbrüten. Hier sammeln wir welche ein, was wir Schönes haben. Ich hoffe, das klappt hier mit dem Ton, weil ab und zu ist mal ein bisschen laut. Hatte ich ja letztes Mal aber auch schon gesagt. Dann sammeln wir hier XPs. So, was können wir hier? Können wir wieder einladen. Streicheltiere haben wir gemacht. Füttere zwei Dinosauriers haben wir gemacht. Platziere ein Dinosaurier. Wunderbar. So, und dann müssen wir noch einen Kampf machen. Wöchentlich haben wir auch was geschafft. Alle täglichen Missionen, ja. Können wir da eins schlüpfen lassen? Ja, oder? Zack, gewöhnlich. Und platzieren, jawohl. Den können wir natürlich auch noch mal ein bisschen füttern hier. Streicheln ist einfach nur dir auf den, ja, das ist erstmal ein bisschen räubern hier. Streicheln ist einfach nur so hier mit der Maus beziehungsweise mit dem Finger drauf gehen, dann freut er sich. So, den machen wir natürlich auch noch mal
schön bis Level 10, mehr geht ja dann nicht. Und dann brauche ich natürlich einen zweiten Level 10, um ein Elber zu bekommen. Sehr schön. Also grafikmäßig bin ich da wirklich richtig fasziniert. So, Evolution haben wir. Nächste Stufe erreicht. Wunderbar. Sehr schön. So, dann können wir hier auch einlösen. Zack, wieder was vom Feinsten. Nächste Belohnung. So, hier oben haben wir was. Das ist ja irgendwie wie wieder Farmpass. Bei Hede. Und dann kann man hier noch alles so ein bisschen einsammeln. Also so ganz durchsteigen tue ich noch nicht, aber es ist cool. Es ist cool, das Spiel hier. Guck mal hier, man kriegt eine Menge und wenn man wirklich Videos anguckt und sowas, geht das auch ruckzuck. Was hier das mit diesen, vielleicht habt ihr ja auch, spielt ihr das ja auch und habt Ahnung davon hier, diese JWs da oben, was das so bedeuten hat. Ich weiß es noch nicht, ich bin noch nicht schlau geworden draus. Aber wir sammeln fleißig. Das können wir auch. So. Was haben wir hier unten blinkt es? Was gibt's denn Schönes? Guck mal, hier können wir extrem selten, den können wir ausbrüten. Ja, auch nicht schlecht. Das machen wir doch mal gleich. Das machen wir doch mal. Ich schmeiß euch mal für eine Sekündchen raus, schneide das Video hier und ich gucke mir das Video hier mal an. Ja, da habe ich mich vertan. Das sind ja nicht Minuten, das sind ja 8 Stunden, also es dauert extrem lange. Also da gucke ich mich ja tot mit den Videos. da kann ich es auch wirklich abwarten. So, oder ich kann es mir natürlich beschleunigen mit 121 von diesen Dollarscheinen. Na, das mache ich natürlich nicht, weil keiner gibt auch 121 Diamanten bei Heyday aus. So, und man kann hier natürlich schön viel Geld einsammeln. So, was gibt es noch Schönes zu tun? Guck mal, hier können wir noch suchen, was wir alles noch hatten. Ja, was können wir denn nochmal aufbauen? Hier haben wir einen 30er, habe ich hier aufgebaut. Hier habe ich, guck mal, einen 10er und nochmal einen 10er. Hier können wir nochmal, das ist der Diplodocus. Vielleicht finden wir den hier auch nochmal. Dann können wir den, bam, bam. Die Liste ist elendig lang. Ich glaube mal, hier wird nichts bei sein. Hier hinten. Nee. Okay. Hier sind alle Tiere. Den ist. Ach nee, Quatsch. Alle Tiere. Ach, das ist ein Fleischfresser und hast du nicht gesehen? Ah, kann man Filter setzen. Okay. Ja. Was machen wir mal? Gewöhnlich, gewöhnlich, gewöhnlich. Hier so ein. Alanqua aktivieren wir mal für 10. Können wir dann gleich mal kaufen. So, was haben wir denn noch? Tiermarkt. Und hier haben wir 2. Wir können platzieren. Einmal ein Stromaggregat und ein Speedkammer. Bringt natürlich, wie ihr seht, hier Geld. Für pro Stunde 780 Taler oder hier für 2 Stunden 2800 Taler. Aber ich will mir natürlich das ganze Land mit dem Zeug natürlich auch nicht vollballern. Bernsteinpodest, 2%, okay. Ja, es gibt schon schöne Sachen. Also man kann, wie ihr seht, kommt da noch eine ganze Menge mehr. Aber können wir hier auch mal hinstellen. Wo ist es denn? Da ist es ja gekommen. Komm, dann stellen wir das Aggregat, stellen wir hier nochmal. Genau, platzieren wir hier. Dauert eine Stunde. Dann ist das auch fertig. Verkaufen können wir auch immer noch. So. Und dann würde ich sagen, die sind in Entwicklung. Können wir den hier nochmal, den stufen wir auch nochmal ein bisschen hoch, bis nichts mehr geht. So, sehr schön. Also Grafik bin ich wirklich völlig angetan. So. Dann wollen wir das letzte von unserem Tagesangebot machen. Und zwar einmal in der Arena. So, dann gehen wir natürlich in die Arena und kämpfen eine Runde. Bam, bam, bam. Jetzt muss ich mal gucken. Wo ist die Kampf? Erreiche Stufe 25. Ja, so weit sind wir noch nicht. Wir sind erstmal Stufe 12. So, wie kommen wir denn hier in die Kampfarena hier rein, ne? Nee, 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 hier sind die Tiere.
Oh, hier, guck mal, hier können wir noch einlösen. Meine Abzeichen, okay. Einlösen, zack. Und nochmal einlösen. Und zack, jawohl. Da kriegen wir was Schönes. Ja. Wo ist das? Weiß keiner, ne? Weiß keiner, wo das ist. Bestimmt hier unten drinnen, ne? Genau. Platzieren. Dann die Kartbahn hatten wir ja schon. Aber die platzieren wir auch nochmal. Eigentlich zu viele ballert man sich auch nicht hin. Aber naja, wir brauchen erstmal ein bisschen Geld. Dann passt das. So. Hier wird eingeflogen. Hier gibt es auch nochmal Geld. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt erstmal in die Kampfarena rein. Zack. So, normale Herausforderung. Ja. Werden wir machen. So, jetzt suchen wir uns erst nochmal einen Neulingspreis. Ja, das nehmen wir doch gleich mal mit. Ja, zack. Der Gegner. So, wir gucken erstmal, was haben wir denn zur Auswahl? Hier irgendwas Starkes. 20er, 20er, 20er. Hatten wir nicht noch einen 30er gehabt? Ich habe hier eine Menge. Eine Menge schon angesammelt. Dann machen wir hier mal den Alt-30er. Hier auch den 30er und hier haben wir noch einen 26er. Zum Starten 5 Taler, ja, die gebe ich mal aus. Wir gucken uns kein Video an. So, was gibt's denn? Zufallsgenerator? Und? Zack, 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 zack. Ja, 10, 8, 31. Das sieht gut aus. So, ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu laut vom Ton her. Ich mache nochmal einen Tuck runtergeregelt. So, dann kann es losgehen. So, die erste Runde setzen wir mal kurz aus. Ein bisschen sparen. Können wir noch wechseln? Nein, geht nicht. So, und jetzt legen wir natürlich gleich mal los hier mit 1, 2, 3, volles Pfund und Karamba. Juhu, pop. Jawohl, erledigt. So, zweiter Kampf beginnt. Ich bin ja natürlich schon angeschlagen. Kann immer noch nicht tauschen, ne? Nein, geht nicht, geht nicht, geht. 31, naja, das wird heavy. Okay. Wir machen auch mal gleich vollen Eingriff. Was soll's? Zack. Jawohl. Erledigt. Oh, noch keine Verluste. Ah, jetzt kommt der 31er. Jetzt wird's, oh, 300. Jetzt, ja, jetzt werden wir wohl verlieren. Kann auch nicht tauschen. Nee. Geht leider nicht. Fortsetzen, aufgeben. Okay. Ja, das war's. Das war bewusst, aber gut. Jetzt kommt der nächste. Oh, das sieht. Oh, das sieht auch übelst aus. Komm, da sparen wir uns mal ein und zwei wärmen wir ab. Mal gucken, was bei rauskommt, dass wir dann vollen Angriff machen können. Ja, lustig. Das sind ja. Hier mit so einem, weiß ich nicht, Papageienhörnchen da auf. Okay. So, und jetzt machen wir hier 6-mal vollen Angriff. Gucken, was wir reißen können. Und ja, das hat erheblichen Schaden angerichtet. So. Aber ich denke mal, jetzt gehen wir 2-mal. Oh ja, jetzt gehen wir drauf. Ja, aber das sieht trotzdem relativ gut aus. So, jetzt haben wir hier nochmal. Hier machen wir gleich natürlich vollen Angriff. Entweder oder. Oh. Oder? Sieht das knapp aus? Sieht das verdammt knapp aus? Dann gucken wir mal. Gucken wir mal, was bei rauskommt.
Oh nein, haben wir wirklich verloren. Wir haben das wirklich verloren. Ah, oh, wie ärgerlich, wie ärgerlich. Das waren oh, drei hohe gewesen, verdammt. Ja, wir müssen natürlich machen, wir suchen die Herausforderung. So, und dann können wir hier auch mal wieder ein bisschen lauter machen. Was haben wir? Die müssen wir jetzt noch mal warnen. Ah, die gehen gar nicht verloren. Wir müssen nur warten, bis die einsatzbereit sind. Okay, also können wir, brauchen wir gar nicht viele, sondern nur hohe. Okay, machen wir den mal und den. Ja. Und gehen nochmal 5 Teile aus. Oder 5 Scheine hier für starten. Und dann geht's ab in die. Oh, das waren aber kleine eben gewesen, ne? Habe ich jetzt auf die Schnelle gar nicht so gesehen. 755. Ja, das ist ja wirklich klein. Okay, da gehen wir natürlich voll das Brett drauf. Was soll's? Rams. Aber von der Stärke hier oben. Ich habe plus 56 und der hat plus 88. Die sind natürlich levelmäßig klein, aber stark. Und da hat er gewechselt. Okay. Dann wechseln wir hier auch mal. So, zack. Und jetzt machen wir einmal einen Angriff. Jawohl, pump. Und wir warten. Das wird nicht wechseln. Zack. Oh. Das war bitter. Das war bitter. So, der nächste. Komm, machen wir volles Brett. Und weg damit. Damit verlieren wir schon wieder, ne? Wir verlieren schon wieder. So wie das aussieht. Klein, aber fein sind die doch da, ne? So, können wir wechseln. Einmal Angriff. Wow. Die sind wahrscheinlich Evolutionsstufe ziemlich hoch. Ach komm, dann machen wir natürlich vollen Angriff. So, und jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt kommt das Entscheidende. Okay. Sind ja beide schon geschwächt. Gucken, was bei rauskommt. Oh, 4er Angriff. Und? Oh nein! Schon wieder verloren! Schon wieder verloren! Das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Aber einen Sieg wollen wir doch noch... Ah, einen Sieg fahren wir doch noch nach Hause, oder? So, ich habe hier heute wirklich Probleme mit Internet. Ah, aber einen Kampf machen wir noch. Wir müssen doch zumindest gewinnen. Ne? Wir müssen doch zumindest gewinnen. So, und das lösen wir hier auch nochmal ein. Öffnen. Okay. Könnte es geben. Aufrüsten oder... Ja, machen wir doch das. Können wir hier denn nichts anklicken? So, jetzt haben wir es aber. So, zack, zack, zack. Und zack, jawohl. Da können wir dann ordentlich aufrüsten. 95 Jurassic World Punkte, wofür das auch immer sein muss. Wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare rein. So, tägliche Mission erfüllt. Und wo ist diese Kampfarena? So, hier, oh, hier können wir einsammeln. Jawohl, haben wir den nächsten. Also das muss ich noch, ich bin immer so rüber über diese Klamotten hier gegangen. Aber ich weiß nicht, wo diese Kampfarena, wo man direkt reingehen kann. Also das muss ich wirklich hier noch rausfinden. Ist die hier unten irgendwo? Also ich werde es auf jeden Fall für euch rausfinden. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Ich kann hier natürlich wie blöd rumklicken. Hier ist das Brutzentrum. Was haben wir hier? Ja, hier geht auch nichts. Tiersammlung.
Hier haben wir unser Fleisch. Und aktivieren wir gleich mal. Hier waren wir gerade schon drin. Ne? Ich weiß es wirklich. Ich weiß es wirklich. Also ich bin einfach... Wir können ja mal gucken, was noch an Aufgaben gibt. Verfüge über 12 Türen. Schließen Kampf mit 2 Fläschchen in einem Team ab. Okay. Das können wir doch mal machen. Schon mal kämpfen mit 2 Fleischfressern. Da haben wir den ersten. Da haben wir den zweiten. Und dann nehmen wir den hier nochmal. So, auf jeden Fall haben wir da 2 Fleischfresser drin. Vielleicht gewinnen wir da ja auch mal. Wäre ja mal nicht schlecht. So, hier ist wieder ein bisschen lauter. Werden wir natürlich ein bisschen runterregeln. So, hier wehren wir einmal ab. Gucken. Ui, das war aber knapp. So, jetzt haben wir natürlich volles Brett drauf. Zack. Ah, auch noch nicht erwischt. Gegnerrunde. Mit knappe Kiste wieder. Schade. So, dann machen wir natürlich gleich volles Brett. Zack. Damit ist der erledigt. So, und wir warten auf den Angriff. Oh, böse. Böse. Ja, hier einmal abwehren und 3-mal Angriff. Müsste reichen, ja. Okay. Den haben wir auch besiegt. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier nochmal reißen können. Oh, hat nicht gereicht. Schade. Aber ich muss ihn ja gewinnen. Schade. Ah. Kämpfen. Ah, geht nicht. Alles noch gesperrt hier. Ja, da kann ich gar nichts machen. Verdammt! Ja, dann soll es doch nicht so gewesen sein. Auf jeden Fall, ich finde das richtig cool, das Spiel hier. Man kann eine Menge machen, man muss aber nicht auch manchmal wirklich nur so 5 Minuten ruckzuck fertig, zwischendurch mal ein bisschen einsammeln und gut ist. Und dann natürlich kann man sich in den Kämpfen ein bisschen aufhalten und natürlich die Tiere hier ein bisschen hochleveln. Mit Genversuchen hier alles so ein bisschen genetisch verändern und dann noch eine Stufe hochleveln und sowas. Höhere kämpffähige Tiere machen. Finde ich cool. Ich finde es cool. Wurde auch schon oft geguckt, die 3 Anfangsdinger. Deswegen habe ich gesagt, wir machen da auch mal ein bisschen weiter. Ich sage mal, den Harry Potter, der findet nicht so den Anklang. Ist auch nicht unbedingt mein Spiel. Ist so ein Rollenspiel. Das hier ist eher ein Aufbauspiel, stehe ich eher drauf. Das ist so ein Rollenspiel. Aber ich wollte es mal vorgestellt haben. Ich denke mal, den Harry Potter, den lasse ich auf meiner Rubrik angespielt. Oder Anspielung. Und ja... Wer natürlich interessant, darf das natürlich weiterspielen. Aber hier, Jurassic World, das ist geil. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche euch wie immer schönen Dienstag. Viel Glück da draußen, schönes Leben, wie immer. Euer Onkel Jens.